So. Wo kommt denn der Angriff? Angriff. Bau 10. Oben links. Oh, die Kupferanlage wird zerstört. Ziemlich schnell sogar. Wechselwaffe auf AK. Ja, es kommt hin mit 8. Oh. Das war nicht nett von euch. Absolut nicht nett von euch. Berdinger. Das waren jetzt aber alle, ne? Also ja, die Zahl scheint wirklich anzudeuten, wie viele da... Komm mal mit. Wie viele auf einmal kommen. So. Ich baue es erstmal nicht... Oh, die Basis ist viel zu nah dran. Ja, dann mache ich doch hinter dem Kupferding schon den Knick und nicht erst ganz da hinten. Das heißt, das Kohlefeld hier kriegen wir nicht und das da kriegen wir auch nicht, aber ist egal. Ja, ich baue es erstmal nicht neu auf, in der Hoffnung, dass wir genug Kupferplatten als Vorrat haben. Alternativ könnte ich einfach zwei Türme hinstellen, außerhalb. Oh, ich ertrink Durst, hungere schon wieder. Und keine Kohle. Ja, nee. Luft. Habe ich vergessen, die Kohle letztes Mal abzuliefern? Ja, das ist peinlich. Gut, dann. Also sammel dich, Gero. Kohle abliefern. Kupfergeschichte überprüfen, wie viel Kupfer wir haben. Ein bisschen was, aber nicht so viel. Okay, Kupfergeschichte. Jetzt schmeiß ich es auf den Boden. So. Kupfergeschichte neu aufbauen. Einfach zwei Türme irgendwo hinklatschen, damit sie die Zerglings töten können. Ich wollte die Kohle abliefern, verdammt. T. Small Pump. Kostet nichts. Forsch. Da. Bumm. Und Stahlkiste, bitte. Damit ich nicht ganz so häufig laufen muss. So. Ich habe keine Munition. Das lässt sich schnell ändern. Hier wurde was vernichtet. Warum liegen die daneben? Okay, so. Also einfach hier. Bumm, bumm. Vielleicht noch ein. Bumm. Vielleicht noch ein. So. Die kriegen dann jeweils 100 Schuss und gut ist. So. Und dann kann ich hier das auch wieder aufbauen. Okay, nimm die Drills. Da und da. Strom, Strom, Strom. Dann kommt ihr. Wir können direkt so ein Schmelzding dahin bauen, ne? So und so. Ja, natürlich jetzt keine Kohle dabei, weil ich alles in die Kisten geschmissen habe. Dann von hier aus auf ein Fließband und von da aus auf ein Fließband und dann passt das schon. Warte. Nein. So. So. Damit es beidseitig befüllt ist. Und dann mit dem Fließband da oben verbinden. So, nächste Welle kommt. Es ist momentan nur einer. Ich denke mal, je mehr Zeit vertickt, desto höher wird die Zahl. Entweder das oder es kommt jetzt so eine Art Boss. Das wäre auch cool. Zack. So. Also, Kupfer kommt wieder. Mauern. Schnapp die Mauern, die da sind, bau das weiter aus. Da 37 Stück. 37 Stück ist jetzt nicht die Welt, aber ist ein Anfang. Davon viel mehr. Das weiterziehen. Das Steinfeld sollte ich da eigentlich auch schon umbauen zu einer Mauerherstellungsanlage. Sandmauern gibt es jetzt gar nicht, ne? Weil es keine Wasserfilter gibt von Dytec. Hm. Oh, zufälligerweise symmetrisch. Sehr schön. So, mehr zu bauen ist erstmal sinnlos, weil ich denen eigentlich nur was zum Beißen gebe.
Solange ich da keine Türme mit hinbappe. Und so viele Türme habe ich, glaube ich, gar nicht. Wow, ja. 7 Stück werde ich gleich haben. Da, da, da. Go, 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 Jungs. Wir werden uns irgendwann überrannt. Ja, das sollte jetzt schon reichen. Also wenn die nächste Welle aus derselben Richtung kommt, werden sie erstmal an der Mauer rumnagen. Hier ist irgendwo schon die Basis, oder? Hä? Hier, der Schwönke, ich hätte einen roten Punkt gesehen gehabt. Ernsthaft, hätte ich... Was? Der ist weg. Ja gut, dann gehe ich doch bis da hinten hin und habe das Kohlefeld und das Kupferfeld auch noch mit drin. Können die sich bewegen? Also ich weiß, Terraner-Basen konnten hochfliegen, aber Zerg-Dinger eigentlich nicht. Na gut, gucken wir mal. Mauern. Türme. So, so, so. Das heißt, ich kann jetzt theoretisch die hier auch abreißen, weil wir ja die da hinten haben. Wobei die zwei unten sind vielleicht ganz okay. Aber wir haben ja noch eine riesige Lücke hier unten. Dann bapp die mal. Ah genau, ich muss ja auch gucken, wo ich überhaupt die Ecke machen darf. Da ist doppelt falsch gewesen. So. Strom. Einen noch weiter nach links, okay. Nee, nee, da. Einen nach links und runter. So. Gun-Turret. Da und da. So, das könnte gleich wieder problematisch werden mit dem Fließband wegen der Ecke. Was schaue ich dann? Beladeärmchen wären auch ganz praktisch. Und dass die Munition so schnell kommt, ist echt der Hammer. Hätte ich so nicht gedacht. Bin ich positiv überrascht. Warum mehr davon? Na, die sind alle auch noch nicht bestückt. Mist, 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 Mist. Kein Wunder, dass es mit der Munition so gut klappt, wenn keiner sich Munition nimmt. Was natürlich sehr ärgerlich wäre, wenn sich rausstellt, dass die Türme mit der Munition in, keine Ahnung, 5 Folgen nichts mehr reißen und wir das Ganze dann umstellen müssen auf eine komplett andere Munitionsart, dann habe ich 3000 Stück Munition, mit denen ich nichts anfangen kann. Weil ein Recycler gibt es, glaube ich, in diesem Mod nicht. Woran hapert's? Hydrogen. Warum hapert's an Hydrogen? Angriff. Wo? Ärmchen wird zerstört, was? Das war ein Ding. Was für ein Ding? Keine Ahnung. Ja, nicht gut. Direkt bei unserer neuen Anlage und bei unserem Schiff und Tanks und überhaupt. Hier durch die Lücke ist er durch. Hm. Nimm mal einen von den anderen Türmen. Bapp das mal hier hin, damit er ein paar Mal schießen kann. 6 Mal ist jetzt echt nicht viel, ich weiß, aber für so ein kleines Ding sollte es reichen. Und er muss hier unten die Mauer zu. Möglichst flott muss hier unten die Mauer zu. Und da hinten repariere ich mal ganz kurz. Sonst kommt der nächste Särklingsschwarm und ist vorbei. Das war übrigens gerade keine Welle. Die Welle wurde erst danach ausgelöst. Das heißt, jetzt kommt nochmal was. So. Was mich gleich irgendwo überraschen wird. Na, von wo kommt hier? Oben rechts, da sind Türme. Super. Okay. Was ist da das Problem? Habe ich das Ärmchen nicht... Oh, das Ärmchen wurde vernichtet. Entweder von dem Vieh oder von mir. Kriegst du ein blaues Ärmchen als Ersatz. So. Kohle kommt, Plastik ist da. Ich brauche Eisen. Ich brauche ganz viel Eisen. Da. Kupfer hätte ich auch ganz gerne. Und Stahl auch ein bisschen. So, gib mir normale Ärmchen. Haben wir die hier auch irgendwo im Puffer? Da sind gelbe Ärmchen. So. Das heißt, alle Türme werden jetzt mit Ärmchen versehen. Dann werden noch mehr Türme gebaut, mehr Mauern gebaut, mehr alles Mögliche gebaut. Und sobald ich einmal rum bin,
was bestimmt noch ein, zwei Folgen dauern wird. Erst dann fange ich an mit der neuen Struktur für die Fabriken. Dass wir dann irgendwann die Strukturen haben, dass grüne Chips und rote Chips und so weiter in einem in sich geschlossenen Komplex aufgebaut werden. Na, ich hätte mir Drahtform mitnehmen sollen. Okay, das dauert eine Weile. Aber ich kann ja schon mal die Ärmchen setzen. Hier ist noch Schrott auf dem Boden von dem einen Angriff. Ah, und das Fließband muss weiter. Brech die mal kurz ab. Fließbänder sind gerade wichtiger. Da. Zahnräder haben wir auch keine mehr. Sollte ich auch wieder einsacken? Jetzt die Türme. So. Gucken wir, wie es mit der Ecke aussieht. Wie hatte ich das drüben gemacht gehabt? Also erstmal muss das vorher einen Knick machen. Das heißt, ich denke mal... So und so. Ja, das schaut gut aus. War doch direkt dran, ne? Ja, okay. So, so ist gut. Schön. Dann hier runter. Dann hier wahrscheinlich irgendwo Kreis rum, ist egal. Die ganze Munition staut sich da jetzt schon, das ist nicht so gut. Licht. Licht war immer auf der anderen Seite. Auch wenn es eigentlich nur jedes zweite Mal war. Aber das sind alles optische Sachen, die kann ich später noch anpassen, wenn ich mir sicher bin, dass wir überleben. Jetzt will ich erstmal nur Licht haben, damit ich einigermaßen erkennen kann, was ich überhaupt am Arbeiten bin. So, zurück. Türme habe ich. Okay, Munition habe ich. Genug von denen. Wird langsam weniger. Bauen davon welche. Kohle brauche ich erstmal nicht abbauen. Dass ich nicht genug Mauern habe, irritiert. Ich forsche schon eine ganze Weile nicht mehr. Das stimmt. Kann ich mit Concrete... It can also be used to mine any kind of path. Walking speed 140%. Das ist schick, ja. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass man dann einmal an diesem Fließband hier einen Weg macht, dass wenn ich einmal patrouillieren möchte quasi, oder irgendeinen Angriff abwehren, dass ich dann möglichst schnell dahin komme. Entweder das oder ein Zug. Und ich brauche unbedingt Sauerstoff Consumption, weil ich bin gleich schon wieder am Umkippen. Und das ist nicht so gut. So. Gleich nochmal. Wie oft auch immer das geht, aber es kostet nur rote Tränke, also ist alles gut. Tipp. Das sind erstmal die wichtigsten, weil vom Wasser aus halt keiner kommen kann. Das heißt, der Nordosten ist sicher, der Norden ist sicher, der Nordwesten ist sicher, der Westen ist zur Hälfte. So, und Osten ist nicht sicher, weil... Oh, ja, ich glaube nach Hause. Der Osten ist nicht sicher, weil die Munition da nicht hinführt. Die müsste erstmal einmal unten rum, bevor sie oben wieder... einmal oben rum, bis sie unten wieder ankommt. Und hier müsste ich eigentlich noch das Ding zumachen. Das ist eine dezente Sicherheitslücke. Gib mir Sauerstoff. Sehr gut. Okay. Also. Leider wird nächste Folge nicht viel interessanter als die letzten 10 Minuten werden. In der nächsten Folge werde ich vermutlich komplett nur darauf achten, Mauern zu bauen, Poles zu setzen, Ärmchen zu setzen und Türme zu setzen. Das heißt, wenn ihr das euch nicht geben wollt, was verständlich ist, weil es ist halt total langweilig, könnt ihr die nächste Folge getrost überspringen. Sollte irgendetwas Wichtiges passieren, werde ich dann am Anfang der übernächsten Folge darauf eingehen. Forschung, Gates. Ich will nicht raus. Ich will nicht raus. Ich brauche keine Gates. Ja, ich glaube, ich probiere das Ding mal aus. Das Scharfschützen-Reichweiten-Ding. Weil mit der AK bin ich nicht ganz so zufrieden. Das Geräusch ist cool und ich mag die AK als Waffe an sich auch.
Aber im Spiel jetzt direkt scheint sie nicht so super toll zu sein. Weißt du, das Scharfschützengewehr da. Könnten wir vielleicht auch versuchen, mal so eine Königin wieder anzuticken. Also mit irgendwelcher panzerbrechenden Scharfschützenmunition. Und dann laufe ich hinter eine Mauer und dann tacker, tacker, tacker. Und dann vielleicht kommen wir so endlich auch mal an DNA ran. Weil ich glaube, ich mache irgendwas grundlegend falsch, dass wir bisher noch keinen einzigen Gegner hatten, der DNA droppt. Also bei den Zerglings zumindest hätte vielleicht schon was kommen sollen, meiner Meinung nach. Bei diesen kleinen Selbstmorddingern verstehe ich es ja, dass da nicht so viel übrig bleibt, aber na gut. Jetzt erstmal abspeichern und wir sehen uns gleich wieder.